Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final 16. Wir haben ja dieses Ei aufgemacht und gehen jetzt mal weiter. Wir müssen, glaube ich, hier lang, oder? Wir können nach oben lang. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Dumme Muschelschale. Wir haben einen Haufen Geld jetzt gekriegt. Oh, die haben eine Megakiste. Oh, eine Goblin-Münze. Okay, vielleicht schaffen wir es ja doch, alle Dingers zu kriegen. Ich darf nur kein Geld für anderen Kram ausgeben. Wie kamen wir her? Okay, dann hat sich's abgespalten. Ja. Himmel so bedeckt. Mir ist kalt. Ach, die beiden haben wir umgeklatscht. Okay, ich setze mich mal richtig hin hier. Vorsicht! Was haben sie hier versteckt? Okay, Torgal, wenn du schon da bist. Auftragstease in der Nähe. Aber ich habe was ganz anderes gesehen, was ich sehen will. Oh. Ich kann mich gerade entscheiden. Hoffentlich gibt es in dem Dorf auch noch eine CD. Wo bin ich denn da? Habe ich das denn jetzt gesehen? War das hier oben? Dann gehen wir mal schauen. Also, wir sind hier im nächsten Dorf. Oh. Blut, Clive. Es ist noch frisch. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilde. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Bleibt liegen! Vita, welcher ist es? Welcher von euch? Du! Ja.
Hau! Mein Leben müssen wieder voll werden. Schade, nicht geschafft. Wenn man an der unsichtbaren Wand geprügelt wird, dann ist es auch ätzend, oder? Schwarzschilde bezwungen. Nee, wie war das? Die machen doch einen ganz komischen Ton denn eigentlich hier. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Das ist ja mal sowas von eine Falle. Aber egal. Wir rennen erstmal zurück. Auf! Du Elender! Das tut gut! Nein! Die schlägt mich manchmal um! Jetzt, Torgal! Angreif! Schnapp sie! Die? Hey, die Kiste haben wir doch schon. Verdammt, das ist hier die Ecke gewesen, wo wir schon waren. Wie viel habe ich denn noch? Oh, ich habe echt zwei Heiltränke geschluckt jetzt. Ist aber nicht schön. Ein Reißzahn. Dann klopfen wir mal an. Oh, doch nicht. Was hast du denn? Grausam.
ist Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ja. Wir können sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in Port Isolde. Gucken wir uns aber trotzdem hier mal um. Hier irgendwas finden. Ach, erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 4. Und ich habe gedacht, ich kann hier direkt einkaufen gehen. Ich verstehe nicht so richtig. Trauerbucht. Wo kann ich das runter machen? Dass wir hier so einen Weg haben. Wir waren doch schon mal. Redox-Sprung. Wir waren hier doch schon. Sie braucht doch an sich Leute, die ihr Essen holen oder so. Wäre es dann nicht eher irgendwie schlauer, wenn sie die für sich arbeiten lässt und sie ausquetscht? Weil so hat sie ja niemanden mehr, der für sie arbeitet in den Dörfern und von dem sie irgendwie überhöhte Steuern oder so kriegen kann. Zwei Kisten, dafür, dass wir jetzt hier überall lang gelaufen sind, das ist ja super. Ich will da mal was gucken, schnell. Wir sind ja jetzt hier. Wir gehen aber mal zur Weltkarte, weil ich will nochmal nach dem... Wir können überall hin jetzt wieder. Juhu! Hä? Gibt's hier überall Jagdziele? Oder gibt es überhaupt nichts zum Jagen? Keine Aufträge, okay, ja. Wir gehen mal schnell hierhin zurück, weil ich immer gucken, ob ich da jetzt irgendwas auswählen muss, wenn ich da mit dem Nektar gesprochen habe, weil nicht, dass sich das dann erst auslöst. Ein Brief ist eingetroffen. Ui. In Rosaria soll er... Was ist denn? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. 40.000 Astia, das ist dieses teure Zeug, oder was? Wisst ihr, wie man auch Geld scheffeln kann? Ist mir gerade eingefallen.
Man verkauft die, lässt sie sterben und dann verkauft man die einfach 3 Stunden lang. Hast du noch irgendwas? Nee, aber du bist auch echt teuer, ey. 40.000. Meinst du, den können wir streicheln? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Von Otto. Einer der Jungs hat heute Morgen einen Korb mit Martells Äpfeln vom Garten raufgebracht. Honigsüß und erfrischend wie der Morgenwind waren die. Ich habe mir gesagt, iss besser nur den einen, aber wenn sonst auch keiner auf den ollen Otto hört, warum sollte ich es dann selbst tun? Sag Nigel und den anderen, dass ihnen da wirklich was Großartiges gelungen ist. Ich erinnere mich noch gut daran, dass damals niemand außer Sid unsere Äpfel auch nur angerührt hat, weil sie so schrecklich sauer waren. Aber ihm ging es sowieso nie um den Geschmack, sondern um das, wofür sie standen, unsere Fähigkeit aus eigener Kraft zu überleben und sie nur wie weit wir gekommen sind. Sid wäre stolz auf uns. Also wir kriegen die Zettel praktisch zum Lesen, wenn wir die Nebenaufträge gemacht haben. Bevor wir zu ihm gehen, gucken wir noch schnell zu unserem Harpo, dass wir das nächste Mal nicht ganz so viel lesen müssen. Als das Versteck noch am Himmel war, konnten die Leute gar keine Fische fangen, oder? Klar konnten sie das. Fliegende Fische. Mein Wissen steht euch jederzeit zur Verfügung. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Oh, wie traurig. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Nektar. Der niedliche Mori den Sid aus den Trümmern einer gefallenen Ruine befreit und ins Versteck gebracht hat. Während die übrigen Bewohner des Verstecks nur drollige Kupos von ihm vernehmen, ist Clive unerklärlicherweise zu in der Lage, sich einen Reim aus dem Lauten zu machen. Und so erfuhr er, dass es sich bei dem Wesen mit dem runden Bommel in Wirklichkeit um einen wagemutigen Weltenbummler handelt. Bei allem, was er schon erlebt hat oder behauptet, erlebt zu haben, verwundert es nicht, dass er Clives Aufmerksamkeit auf das Jagdbrett lenken wollte, damit dieser sich ein Beispiel an seiner Unerschrockenheit nehmen würde. Martell. Eine Trägerin im alten Versteck, die Bohumil bei seinen Bodenforschungen assistierte. Obwohl es ihr nach Hugo Kupkas Angriff gelang, sich und einige ihrer mühselig gezüchteten Setzlinge aus den Trümmern zu retten, erlag sie kurz darauf ihren Verletzungen. Die Setzlinge wurden im neuen Versteck gepflanzt. Als die Bäume Äpfel trugen, wurde die Sorte in ihrem Gedenken Martell genannt. Desiree. Bei ihrem Einzug ins Versteck konnte sie weder lesen noch schreiben, doch mit nahezu besessenem Fleiß übte sie Tag und Nacht, bis sie beides beherrschte. Heute ist sie Schreiberin des Verstecks und kümmert sich neben der Korrespondenz, wie etwa dem Beantworten dringender Nachrichten, auch um die Buchführung über die Spenden von Verbündeten und Unterstützern des Verstecks. Mit ihrer heiteren Art spendet sie außerdem allen, die auf dem dunklen See ein neues Zuhause gefunden haben, Trost in düsteren Zeiten. Ich bin so auf sie gespannt. Amber. Ein verschlafenes Bergdorf im Süden der kaiserlichen Provinz Rosaria. Aufgrund seiner Abgeschiedenheit schlagen die Bewohner sich mit dem Handel der kargen Erträge von ihren steinigen Feldern und dem Sammeln von Wildkräutern durchs Leben. Die Statthalterschaft Rosarias. Kaiser Silver macht seine Frau Annabelle, frühere Herzogin von Rosaria, zur Herrscherin über die Länder des einstigen Herzogtums. Eine ihrer ersten Amtshandlungen als Statthalterin war die Gründung eines neuen Ritterordens, den Schwarzschilden, die in der Provinz die Ordnung wahren sollten. Später diente sie ihr als private Armee, mithilfe derer sie gegen die ihr verhassten Träger sowie treue Anhänger Großherzog Alvins vorgehen konnte.
Welch biestiges Biest? Wo ist denn das andere Dorf? Wir haben doch hier noch so ein neues Dorf kennengelernt. Wo ist das? Ach, da unten. Nee, Felsfalkenschrei. Felsfalkenschrei, ein bergiges Gebiet im Süden der kaiserlichen Provinz Rosaria, das für seine charakteristischen Felsformationen bekannt ist. Für ihre Entstehung gibt es zahlreiche Theorien, von Verschiebungen der unteren Gesteinsschichten über den Kampf vergessener Esper bis hin zur Magie der Gefallenen. Fragt man die Menschen, die in der Nähe leben, wie etwa die Bewohner des kleinen Bergdorfs Amber, erhält man jedoch vermutlich nicht mehr als ein gleichgültiges Schulterzucken zur Antwort. Berüchtigte Gefahren. Die Fäule breitet sich unaufhaltsam aus und so erfahren die Fluchbrecher auf ihren Einsätzen häufig von wilden Kreaturen oder auch Menschen, die durch den Verlust ihres Habitats, einer Knappheit an Nahrung oder langen Kontakt mit Äther unnatürlich aggressives Verhalten entwickelt haben. Wer seinen Beitrag leisten und sich dieser Bedrohung annehmen will, um die Menschen Valestheas vor ihnen zu schützen, findet Informationen über zuletzt gesichteten berüchtigten Gefahren am Jagdbrett im Versteck. Also es können auch Männchen sein. Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Okay. Als das Versteck noch am Himmel war, kurz in mich gehen. Okay, links. Der Besen ist genauso strohig. Schau ich es mal da gut. Er ist so plauschig, so flauschig. Nee, ich muss die nicht. Ich muss die einfach nur finden. Fratzenteufel und der Engel des Todes. Engel des Todes. Ein Händler, Kernovant. In Kernovant. Und hier haben wir. Okay, dieses Symbol ist also überall. Nähe von Eastpool. Ich kann ja auch einfach hier so reisen, gell? Kielbrück. Dann haben wir Kernovant, Nordstedt. Wo ist denn Eastpool? Hier ist Eastpool. Wir sind vielleicht nach Eastpool zurück. Hier haben wir die. Aber wir wollen ja. Wo wollen wir hin? Wir wollen noch zu seinem Onkel. War der Onkel hier? Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Hier ist noch ein kleines Stückchen Land, was noch nicht von der Fäule bedeckt ist. Okay, also wir werden wahrscheinlich alles noch hier... Das ist auch voll süß. Was ist das? Sollen wir mal kurz nach Eastpool gucken? Was ist der da irgendwo? In der Nähe von Eastpool. Hier ist aber auch niemand mehr. Ach, da oben sind ein paar. Wenn ich ein böses Tier wäre, wo wäre ich dann? Gucken wir auf die Karte. Der gebrochene Griff. Ich könnte mir vorstellen, dass hier was ist. Aber hier haben wir den anderen beschützt. Deswegen. Ich könnte mir auch trotzdem vorstellen, dass da hinten was ist.
Bereit? Schneller! Oh Gott. Ich komme gleich wieder, ist kein Problem. Ist das der Fratzentyp? Ruh dich aus. Ja, das ist der Fratzentyp. Fratzenteufel. Rosaria. Jetzt, Torgal! Warum? Ja! Ja! Oh, ist ein bisschen laut gerade, entschuldige bitte. Level 30, ich bin noch nicht Level 30. Nein! Der hat einfach wieder... Nein, der war doch schon hinüber. Okay, das machen wir mal in der nächsten Folge. Wie unfair. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.